Mein Name ist Günther und ich tauche seit etwas mehr als 10 Jahren und habe meine Ausbildung und auch meine Taucherfahrung zur Hälfte in Deutschland und den dortigen Gewässern gemacht. Ich bin mittlerweile Instruktortrainer, also berechtigt Tauchlehrer und Tauchlehrerassistenten auszubilden, je nachdem, ob ich dieses mache für meinen Verband IAC in Deutschland in Essen oder aber für SSI Deutschland. Besonders wichtig. Also in Indonesien ist meine Hauptaufgabe seit diesem Jahr die Ausbildung von Open Water Divern und von Advanced Divern. Manchmal bekommen wir auch einen Rescue Diver dazu. Ja, besonders wichtig ist für mich, hier einen Standard für Bodhisattva zu gewährleisten, wie wir ihn auch aus Deutschland kennen. Ich bin also sehr genau, was die Ausbildung im theoretischen, aber auch im tauchtechnischen Bereich angeht. Die Maumere-Bucht eignet sich grundsätzlich für sämtliche Ausbildungsstufen. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, hier die Rescue-Ausbildung zu machen, weil wir dort im Ausbildungsbereich ganz gerne schwierige Situationen haben, dunkle, kalte Gewässer. Das ist hier natürlich alles nicht möglich. Rescue-Ausbildungen führe ich hier mit Tauchern in erster Linie in Strömungsbereichen durch, wo es sehr schwierig ist, für Beginner zu tauchen und wo die Rescue-Diver wirklich zeigen müssen, dass sie imstande sind, in kritischen Situationen auch hilfreich zu agieren. Das Besondere, würde ich sagen, an Tauchkursen mit mir ist, dass ich sehr genau darauf achte, dass die Skills eingehalten werden und dass die Tauchschüler am Ende ihrer Ausbildung wirklich imstande sind, die geforderten Skills zu tauchen, die in dem entsprechenden Brevet anstehen. Wir sind hier in der Maumere-Bucht in der glücklichen Lage, dass wir selten mit vielen Tauchern unterwegs sind. Wir fahren meist mit Gruppen raus von 3 bis 5 Tauchern. Das gewährleistet ein hervorragendes und optimales Tauchvergnügen. Ähnlich ist es bei den Tauchkursen. Ich habe meine Open-Water-Kurse mittlerweile auf 2 Tauchschüler begrenzt. Wenn wir in der Advanced-Ausbildung sind, nehme ich auch mal 3 mit, aber nie mehr. Du brauchst im Grunde genommen keine Voraussetzungen mitbringen, solltest allerdings, wenn du aus dem europäischen Bereich bei uns Urlaub machst, eine Tauchtauglichkeitsbescheinigung dabei haben, weil es vereinfacht für uns sehr den Einstieg in den Open Water Diver. Also es gibt 2 Möglichkeiten. Zum einen haben wir mittlerweile eine sehr informative Webseite, die unter www.bodhi-sun-ressort.de oder .com zu finden ist. Dort findet ihr auch oder finden alle Gäste auch meine persönliche Mailadresse und im Grunde genommen kann mich jeder jederzeit anschreiben, wenn über die Homepage hinaus Informationen gewünscht werden.